Ah, wir bauen es einfach mal. Und jetzt kommen wir da auch hoch. Und jetzt können wir nochmal im Wasser gucken. Da kommen wir nämlich noch gar nicht weiter. So, wir können nochmal im Wasser gucken. Sieht mega unspektakulär aus. Aber jetzt haben wir schon mal die Planke. Jetzt können wir hier schön hochklettern. Die Leiter. Dum-di-dum-di-dum. Jetzt springen wir erstmal schön wieder runter. Klettern wir nochmal hoch. Und da vorne. Hä? Junge? Ich weiß nicht, was der da macht, aber der springt immer automatisch da runter. Ja. So, jetzt einfach hier hochklettern. So, ich muss nämlich zur Seite drücken. Wenn ich nämlich nach vorne drücke, dann springt er natürlich nach da hinten. Das war dann ein bisschen falsch. So, das dürfte das letzte Bild sein. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Komm her. Steinchen. So, ein Teil haben wir schon mal. Und wir haben immerhin schon, ich glaube, über 50% der Steine gefunden, die wir finden sollten hier. Aber wir haben immer noch nicht die Skins entdeckt, ne? Ich glaube, einer ist in diesem Elektroraum gewesen da unten. Aber der Rest... Oh, verdammt, da konnte man noch was runterschießen, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ne? Das da? Nee, ne? Das ist einfach nur Deko, na toll. Ah, ja. So, jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen. Das sieht doch aber sehr verdächtig aus. Das ist doch nicht einfach nur Deko. Das muss ich bestimmt einfärben. Oder? Oh, jetzt bin ich schon beim Astronauten gelandet. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht rein. Ach, hier einmal. Astronaut, bitte. Ach, da kriegen wir gleich so einen komischen... Ist das überhaupt ein echter? Toll. Haben wir da jetzt gefunden? Ach so. Ah, jetzt kommt das runter. Das können wir jetzt mit dem Astronauten wieder heile machen. Jetzt haben wir einen Teleporter. Ah, und jetzt kommen wir nämlich rüber zum anderen Typen. Beam me up, Scotty. Sind wir beim verrückten Professor hier wieder angekommen? Was machen wir da? Ah, da oben kommt jetzt ein Farbteil. Und hier müssen wir irgendwas aktivieren. Das ist ein Rätsel, ne? Ah, ich muss das rechtzeitig anhalten. Ah, das muss man mir auch sagen. So, haben wir es geschafft. Und hoch geht's. Können wir die Klappe zumachen? Nee, ne? Schade, ich wollte ihn jetzt einsperren. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ne? So, wir brauchen unseren Hai-Chen. Ah, verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Ah, das ist jetzt doof gelaufen. Ach ja. So, ich wollte eigentlich probieren, ob wir das da hinten noch einfärben können. Aber es sah nicht so aus, ne? Können wir nochmal hier aus Flugzeug rauf? Können wir uns da reinsetzen? Hm. Ich möchte damit rumfliegen. Ich glaube nicht, dass wir das da hinten einfärben können, ne? Hm. Ich glaube, wir können nur das hier einfärben. So. Und Schuss. Oh, 80% haben wir schon. Aber ich glaube, so viel kommt jetzt gar nicht mehr, ne?
Anscheinend doch. Ah. Okay, noch eine komplette Ausstellung. Den können wir noch verhaften. Und dich hier verhaften wir auch gleich mal. Und Kick. So, mal 4 bekommen. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Oh. Wir haben mal eben ein Dino-Ei zerstört. Ah, aber dann finden wir irgendwas. Hier darfst du nicht rein. Ja, ich weiß, da sind immer noch irgendwo Wachleute. Da geht's lang. Und jetzt bestimmt da. Was finden wir? Ah, eine Klappe. Und in der Klappe ist eine Feder, die wir da drüben brauchen. Wofür auch immer. Hier ist kein Durchkommen. Ach, wir müssen hier, glaube ich, die ganzen Dinos reparieren, ne? Müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Und das ist auch kein T-Rex. Gucci, Gucci, Gugu. Ah, Kitzel, Kitzel. Die leben ja sogar alle. Komm her, Junge. So, und jetzt haben wir dich. Bäm, oh, Alter, was für eine Spezialattacke. Heftig. Da ist ja gleich K.O. gegangen. So, wir sammeln jetzt erstmal hier die Steinchen ein und so. Dann haben wir das gleich geschafft sogar mit den Steinen. Das reicht ja locker aus. Oh, hier sind noch mehr. Wo ist der T-Rex? Hätte ich ihr das sagen, stünde er in der Mitte. Der ist K.O. Der hat das Ganze überstanden. Fußball. Cool. Ah, da müssen wir Rex Fury sein. Das schaffen wir leider nicht. Dann kommen wir auch wahrscheinlich an diesen Skin nicht ran. Schade. Das heißt, die beiden Skins kriegen wir noch gar nicht. Und ja, wir kriegen das auf jeden Fall voll. Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Ja, aber warum sollte ich das jetzt bauen? Wir kriegen bestimmt die ganzen Bonussteine wieder hier oder die ganzen Bausteine. Diese sehr cool. Seltenen Totems wurden entwickelt, um sich mit dem Indianer da zu drehen und so, so die Bewegungen der Stammes. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das zeigt, wie Forscher sich die Zukunft vorstellen. Wir viel zum Zerstören wieder, damit wir auch ein bisschen besser was sehen. Was ist das da? Eine... Ach, das ist eine Sphinx, glaube ich, ne? Der funktioniert gar nicht, ne? Der ist kaputt. Vielleicht lässt sich den müssen wir erst reparieren. Eine uralte Kiste aus der Jurazeit. Oh, wir sind Lego City Held. Wir haben es geschafft, genug Steine einzusammeln. Ach, das ist auch wieder Rex Fury, ne? Ja. Okay, da müssen wir so viel mit ihm machen. Das brauchen wir jetzt alles hier gar nicht. Da müssen wir noch rein. Da kriegen wir nämlich das schöne Dynamit. Was wir für irgendwas brauchen werden. Und zwar da drüben. Ach, genau. Um den zweiten Wärterraum zu zerstören. Riecht es hier verbrannt? Mach hier erstmal wieder alles kaputt. Ach, wie cool. Was war das denn für eine Attacke? Die habe ich auch noch nie gesehen. Und? Ah, jetzt machen wir die ganzen Scheiben runter. Jetzt kommen wir auch zu dem tanzenden Indianer. Ist ja cool. Weiß gar nicht, müssen wir den Getränkeautomat zerstören. Gibt da noch ein paar versteckte Sachen, die wir noch nicht gefunden haben? Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich diesen... Hey, damit kann ich einen T-Rex ja, wir können den schönen Vogel zerstören. Das ist ein bisschen doof. Wir können hier alles zerstören, das ist... Wir zerstören ja echt voll die Kultur gerade. Ausgerechnet diese Treppe komme ich nicht hoch. Ja, mit Sicherheit. Da ist ein Teleporter, da kommen wir dann am Ende rein wahrscheinlich.
Ach, den haben wir uns auch noch gar nicht angeschaut hier, ne? Dieser Saurier hatte große Panzerplatten am Kopf. Er konnte sich damit vor Angriffen schützen. Oder die Natur wollte ihn damit vor seiner eigenen Tollpatschigkeit bewahren. Ja, so ein Teil bräuchte Honey auf jeden Fall mal, dann ist er auch nicht mehr so tollpatschig. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das die verschiedenen Verwendungen von Heu zeigt. So. Da können wir einen Safe knacken. Oh, aber wo kommst du denn her? Ich hab nicht gesehen, dass da noch Wächter irgendwo waren. Ah, wir müssen noch einen weiter, ne? Ja, hier. Das finde ich auch immer noch ein bisschen komisch, dass man einfach nur A drücken muss im richtigen Moment so. Oh, jetzt müssen wir jetzt bis ganz da hinten schleppen, ne? Das wird dauern. Aber wenn wir dafür große Bausteine kriegen, dann ist mir das egal. Ist das jetzt oben gewesen? Bin mir da gar nicht so sicher. Ja, das war oben. Natürlich zeigt der Pfeil jetzt erstmal schön nach unten. Dieser tanzende Indianer, der ist echt cool. So, jetzt erstmal hier fertig bauen. Können wir auch das Teil aufmachen. So, wir gucken aber erstmal natürlich in die anderen Teile rein. Hier bei dem tanzenden Indianer. Wir bauen ihm eine Frau. Ach du Heilige. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt hier alles aktiviert haben. Nur mal so als kleine Frage. Oh, wir können die rot einfärben. Können wir auch die Indianerin rot einfärben? Nein. Warum habe ich jetzt die grüne Teile hier aktiviert? Diese seltenen Totems wurden entwickelt, um sich mit großer Geschwindigkeit zu drehen. Und so die Bewegungen der Stamm. Ich habe keine Ahnung. So, wir können jetzt hier aber noch weitermachen. Wir können ja noch das hier zerstören. Was gar nichts bringt. Dann können wir aber hier noch im Dschungel was machen. Da können wir noch einen... Ach, das ist Robin Hood. Hat er seine Scheibe getroffen? Ah, jetzt können wir ein Minispiel machen. Ja, Volltreffer. Cool. Das war einfach. Ach, vielleicht können wir auf der anderen Seite jetzt auch was machen. Hier können wir jetzt auf jeden Fall auch rein. So, was bauen wir da? Ach, das sind jetzt alles so kleine Minispiele, ne? Ich brauche diese Steine eigentlich gar nicht mehr, aber ich sammle sie trotzdem ein. Und Tische mag ich überhaupt nicht. So. Ach, die müssen wir alle abhauen. So, und jetzt den und den. Hey, ich habe eben das Rad neu erfunden. Dieses Diorama zeigt zwei Höhlenbewohner, die Feuer und Rad erfinden. Nach einigen Beschwerden wurde der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden haben soll, entfernt. Ja, der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden hat, wurde entfernt. Ja, mit Sicherheit. Ich habe den zweiten eben gar nicht gesehen. Ich dachte, da war ja nur einer die ganze Zeit. Aber es sind zwei. So, die beiden Sachen haben wir geschafft. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ne? Das können wir erst machen, wenn wir Rex Fury sein können. Genau hier. Was passiert, wenn ich hier rauf mache? Warte mal. Ach so. Da kann ich für sorgen, dass sie sich dann nicht mehr drehen. Hä?
Nein, nein und nein. Die sehen alle komplett falsch aus. Ah, jetzt muss ich so lange drehen, bis da irgendeiner richtig von ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob der rechts gerade richtig war. Die sehen alle irgendwie falsch aus, die ganze Zeit. Stecke ich da gerade Geld rein? Ich hoffe nicht. Der in der Mitte ist fast richtig, aber der hat den in der Mitte falsch rum. Der rechts ist richtig, glaube ich. Ja. So, nice. Dann haben wir schon mal zwei. Einen haben wir schon mal. Zählen kann ich auch schon nicht mehr. Da ist wieder alles falsch. Der in der Mitte ist richtig. Dann fehlt nur noch einer. Ist ja lustig, so kleine Minispiele überall. Nein, das ist falsch. Schon wieder falsch. Und erst richtig. Da ist der Superstein. Ach, cool. So, dann haben wir die schon mal. Dann fehlt jetzt hier noch, da kriegen wir bestimmt gleich irgendwas Astronautenmäßiges bei raus. Irgendwie gar nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Gott. Aber hier haben wir einen Teleporter. Den können wir auch noch gar nicht benutzen. Ne? Den können wir, glaube ich, nur benutzen, wenn der Strom aktiviert wird. Das können wir aber leider noch nicht. Oh, wir haben die Sphinx geschrottet. Ah, jetzt können wir das bauen. Was ist das? Ich frage lieber nicht. Wir spielen einfach das Minispiel. Ist eine exakte Kopie der Sphinx. Hoffentlich ist diese Mumie nicht verflucht. Zudem wurden fehlende Details restauriert. Bei einer Umfrage nach der schönsten Sphinx gewann unsere mit einer Nasenlänge Abstand. Ja. Da ist das Auge. Und jetzt brauchen wir hier, glaube ich, den Käfer, ne? Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ach, cool. Ich weiß zwar nicht, warum wir da jetzt irgendwas Besonderes für bekommen haben, aber wir haben es bekommen. Vielleicht, weil wir alle Minispiele geschafft haben. Ich dachte, wir kriegen da jetzt aber nochmal einen Stein für. Da ist irgendwie gar nichts drin. Ja. Gut. Ich glaube, dann müsste es das gewesen sein. Das hier können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Hier rein kommen wir, glaube ich, auch erst, wenn wir den Teleporter haben. Das haben wir gemacht. Das hier haben wir auch mehr oder weniger gemacht. Und das hier, ja. Da konnte man auch nicht viel machen. Ja, und an dieses Teil kommen wir, glaube ich, nur ran, wenn wir diese Teile da rausziehen. Also brauchen wir erstmal Rex Fury und deswegen bauen wir den Rex. 30.000. Ich glaube, die haben wir auch bekommen. Ach, cool. So, schnappen wir uns den T-Rex. Und raus geht's. Ach, cool. Das gefällt mir. Hat voll die Steuerknüppel auf dem Rücken. Nobelviertel Museum. Freispiel freigeschaltet. Wir haben zwei Teile, glaube ich, bekommen. Ja. Ich weiß nicht, wodurch man den Rest bekommt. Aber wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen nochmal durchspielen, keine Steine mehr einsammeln. Denn wir haben den Lego City Held bereits erreicht. Zwei Steine haben wir bekommen. Ja, haben wir in dieser Folge oder in den letzten beiden Folgen, ich weiß jetzt nicht, wie lang das Ganze jetzt ist, immerhin einen neuen Skin bekommen und zwei goldene Steinchen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ein T-Rex. Ich hoffe, dass wir den auch wirklich als Reittier freischalten. Das wäre richtig cool, dass wir den dann irgendwie benutzen können. Ach, nice. Alter, voll im Bahneck.
Weil der frisst irgendwas. Wir haben Steine bekommen. Liegt da Blut? Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Boah, nice. Ist das Staffel-Pizza oder was? Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Vinny. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Ach, nice. Will seine Sache lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ah, ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Hey, Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du meinen Dad schon gefunden? Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase. Okay, ist das heftig. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt langlaufen soll. Hey, ich laufe irgendwie nur im Kreis. Da ist eine komische Kanone. Eine Schweinekanone. Und da drüben war auch übrigens noch eine Polizeibox. Aber hey, das Teil führt mich einfach im Kreis. Ach nee. Da muss ich lang. Das ist irgendwie aber trotzdem mega cool. Wir zerstampfen einfach die Polizeiautos. So. T-Rex abgeliefert. Überhaupt unauffällig, weiß jetzt keiner, wo der hin ist. Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Ach cool, jetzt haben wir noch, noch einen Skin freigeschaltet. Da drüben wäre noch eine Schweinekanone, falls wir hier irgendwo ein Schwein finden sollten. Und ich habe gerade gesehen, dass da drin noch ein Teleporter ist. Aber wir bekommen anscheinend jetzt demnächst noch einen Feuerwehrskin. Vermute ich jetzt zumindest mal. Denn wir müssen uns in die Feuerwehr einschleusen und... Hey, Chase, ich habe gute Nachrichten. Oh, hi Frank, was gibt es denn? Ich wurde befördert. Was? Moment, von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Ah, klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt, verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei. Honey, Ende. Ach cool, haben wir gerade noch mal einen Skin gefunden. Den habe ich erst gar nicht gesehen, dass da einer rumlag. Ich würde aber sagen, das nächste machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich muss mal gucken, wie ich diese Aufnahme jetzt hier teile. Denn, oh, da oben ist ein Superstein. Der würde mich natürlich noch interessieren. Da kommen wir bestimmt mit dem Teleporter rauf. Die Frage ist nur, wie wir da jetzt reinkommen.
Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal zur Feuerwehr. Weil überall gibt es ja noch diese Sachen, die man machen muss. Und dann können wir alles zusammen machen. Dann können wir mit jedem Job die Sachen aufsammeln und so. Ja, wir haben mittlerweile immerhin schon 21% geschafft. Das ist jetzt nicht überragend viel, aber es geht voran auf jeden Fall. Ja, cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und immer schön undercover bleiben. Ciao.